Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Und wir haben mal wieder ein sehr schönes Timing und ein neues Paket von Beyerdynamic. Die haben jetzt ihren neuen Lagoon-Kopfhörer mit ANC, Active Noise Cancelling, vorgestellt. Und der ist hier drin. Den kann ich jetzt 4 Wochen testen, dann geht das Ding zurück. Und warum rede ich von einem guten Timing? Weil bei mir jetzt wieder eine lange Reise ansteht. Ach, guck mal, da unten drunter ist gar nicht noch ein nettes Anschreiben beziehungsweise irgendwelche privaten E-Mail-Adressen oder Handynummern, sondern einmal das Informationsmaterial, was das Ding noch zusätzlich kann. Denn das soll man auch an seine eigenen Öhrchen mit anpassen, damit es noch besser klingt. Und das hier sind dann, guck mal, damit ihr auch mal seht, was man dann so immer so Testdingern bekommt. Yeah, yeah, boom, yeah, boom, boom. So, also, da gibt es dann das kleingedruckte Android-Spezifikation, die ganzen Daten, wenn das einer mal schnell sich angucken möchte. Ich weiß im Endeffekt nur 2 Dinge von dem Ding, eigentlich 3. Nummer 1, endlich was von Beyerdynamic mit Noise Cancelling. Nummer 2, 45 Stunden Akkulaufzeit, aber ich denke mal, das wird sich nur darauf beziehen, wenn man das Noise Cancelling deaktiviert. Und Nummer 3, ein Preis von 400 €. Ja, ach guck mal. Und als Gimmick gibt es noch einen Kopfhörer-Schlüsselanhänger. So, also ja, 400 €. Damit bewegt man sich Pi mal Daumen in dem UVP-Bereich von den Sony MX3ern. Klar, Handelspreise sind deutlich niedriger. Oder auch damals die Bose 35er. Die bewegten sich ja Richtung dieser Marke. Jetzt hier mit 400. Huiuiuiuiuiui. So, auf der Rückseite gibt es noch ein paar Informationen, ANC und die App-Sache. Okay, so, und ach ja, und das ist die schwarze Version. Es soll auch noch so eine irgendwie so eine silberledrige Version geben. Nö, da freue ich mich, glaube ich, über die schwarze mehr. Und vorne gibt es noch Infos mit aptX, Bluetooth und NFC. Und ansonsten gibt es nicht mehr Infos auf der Box. So, wir machen sie mal auf. Nächster Schritt, das Beyerdynamic-Logo. Auf der Rückseite ist auch nichts mehr. Und dann haben wir hier die Lasche und, ach so, wieder so mit kleinem Magnetverschluss. So, es bleibt spannend. Wir sind immer noch nicht da. Und so, okay, das Ding ist jetzt leer. Wobei nicht ganz leer, da oben ist noch was drin. Fragt mich jetzt mal nicht. Also, jetzt gibt es dann hier die Bröselbox. Gut, vielleicht ist das auch hier so ein Presse-Pre-Sampling-Ding. Da drin, bevor wir zu dieser etwas eigenwilligen Transportbox kommen werden, die ich ganz bestimmt nicht nutzen werde, bin ich einfach kein Fan von, gibt es die Anleitung in mehreren Sprachen einmal erklärt, wo man was bei den Lautsprechern drücken, reinstecken oder schieben kann, wie man eine Smartphone-App runterlädt. Ach ja, und dann die ganzen, ach, wir haben wieder Wischgesten an der Seite zur Bedienung. Okay, das gucke ich mir ganz sicher noch an. Ladegerät gibt es nicht, aber Halleluja, das Ding kommt mit USB-C zum Strom, zum Aufladen. Normaler USB auf USB-C, einfach gut, finde ich ja okay. Auf der einen Seite verstehe ich Leute, die sagen, hey, für 400 €, wo ist mein Ladegerät? Aber es ist ein USB-Ding. Ich meine, jedes Smartphone hat die Dinger inzwischen und dann verstehe ich es auch, dass man dann die nicht nochmal extra dabei packt. Jetzt für mich als Bose-Nase immer die große Frage. Es sind normale Klinke. Sehr schön. Ich habe hier nicht hier irgendwie noch eine Mini-Klinke dabei oder Mikro-Klinke oder Nano-Klinke, sondern ganz normale 3,5 mm Dinger. Sehr schön. Nämlich an die Kabel ist leichter dran zu kommen, wenn man die mal vergessen hat. So, unsere Transportbox. Ja, mit Beyerdynamic-Logo. Lässt sich aber auch, hier guck mal, gut drücken. Aber klar, ein bisschen geschützter als ohne. Und netter Techchen-Schlaufe, wer damit vielleicht rumlaufen möchte. So, jetzt aber. Das Unboxing nimmt sein Ende. Sehr schön. Sehr schön. Damit ist die Box jetzt hier leer. Ein bisschen leicht, ja, doch mit Hartplastik so ein bisschen, ja, Schaumstoff gummiert und Plastik so ausgelegt. So, was wollte ich jetzt sagen mit dem sehr schön? Da kommt jetzt aber ein Plastikgeruch. Lasst mal ganz kurz. Oh nee, das geht noch. Ja, doch, so ein leichter Plastikgeruch ist da. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Gerade ANC-Kopfhörer
gerade leichtere ANC-Kopfhörer. Ne? Das ist eindeutig in die Richtung, so, ich sag mal, Mischmasch aus der Größe von den Bose und von den Sonys. Ist ja für mich immer Reisekopfhörer. Deswegen freue ich mich ja jetzt ja gerade so. Und dann ist die große Frage, ach, guckt mal, sehr schön. Das ist, genau so möchte ich die auch zusammenfalten können, damit die relativ klein sind, damit man die zur Not nochmal in eine Manteltasche oder in eine Jackentasche bekommt. Ja, sehr schön. Sehr schön, sage ich dann. So, gibt noch was Folienmäßiges zum Abziehen. Schönes Geräusch. Ja. So, und dann gucken wir einmal rum. Wo haben wir in die Richtung? Drehen sie sich. Und dann, wo, da ist das R. So, also, so sind sie. So sehen sie dann aus. Touchfläche und da wahrscheinlich eher keine. Das bedeutet, wenn ich das mir richtig angucke, auf der linken Seite ist nichts. Links ist nur das Mikrofon für die wahrscheinlich Umgebungsgeräusche oder auch zum Telefonieren. Und rechts ist dann alles andere. Zum einen ANC, ne, beziehungsweise ausgeschaltetes ANC, Stufe 1 ANC und Stufe 2 ANC. Sehr schön. Und das sogar mit Taste. Das An- und Ausschieber und unsere Bluetooth-Verbindungstaste. So, und die Dinger sind, haben keinen Saft. Die waren nämlich schon auf dem Transport eingeschaltet. Dann unser Klinkenanschluss und einmal USB-C und dann da noch mal das zweite Mikrofon. Wahrscheinlich ist das das Telefonmikrofon und die beiden an den äußeren, an den Hörmuscheln sind die für die Umgebungsgeräusche. So, kann ich irgendwas dazu sagen, ob das hier so aussieht, als ob man, ich glaube schon. Also, ob man die Aufsätze tauschen kann, ohne Garantie. Ich gucke es mir ja gerade nur an. Das sieht aber so aus, als ob man da so Plastikdinger lösen kann. Ach ja, doch. Also ich würde sagen, ne, das sind so kleine Plastikösen, da ist es rübergesteckt. Da könnte man zur Not nochmal was Neues dran machen. Ansonsten, die Dinger sind in matt gehalten. Auf der Seite steht was von Lagoon ANC. An beiden Seiten. Biodynamic taucht nirgendwo auf, nur mit dem Biodynamic über auf den Hördingern. Ist also eher auf der unauffälligen Seite. Und dann haben wir ja natürlich genau noch für die verschiedenen Kopfgrößen. Ja, fühlt sich ganz normal an. Werde ich natürlich die nächsten Tage und Wochen sehr intensiv machen, um zu gucken, ob das schon sich was abnutzt oder nicht. So, und jetzt, das können wir ja leider immer nicht sehen, aber ich setze sie mal ganz kurz auf. Uiuiuiui, warum stöhne ich gerade? Ich habe sie, wenn man sie auseinander versucht zu ziehen, boah, da ist aber noch Druck drauf. Also keine Angst, ich kriege die Dinger schön weit auseinander. Aber boah, da kann man ja fast schon Training mitmachen. Die sitzen, ja, doch ein bisschen Druck ist da. Ich faulte hier ist ja oft Brillenträger, aber die gehen problemlos einmal komplett über meine Ohren und gut, wie sie am Kopf sitzen, wie da der Druck ist, das finde ich dann die nächsten Tage heraus. Ich hänge sie dann jetzt erstmal an den Strom, so, und dann berichte ich, wie sie sich so schlagen. Gut, aber erster Eindruck ist definitiv eher auf der positiven Seite. So, und vor allem, dass man sie, genau, das war ja mein Kampf mit den letzten Dingern. Lass mal ganz so gucken. Ich trage sie dann so rum. Ja, das ist es wieder, ne, wenn man sie dann um den Hals hat, ne, da muss man sie so rumdrehen. Und dann ist die große Frage, ich erinnere an die Sony an dieser Stelle, ob man dann, wenn man ein Doppelkinn hat oder mit seinem Hals oder mit seinem Kinn drankommt, ob man da irgendwelche Aktionen mit auslöst. Aber das habe ich ja auf dem Schirm. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.